Der Große Marktplatz ist eine Gemeinschaftswerbung für unsere Unternehmen im Allental. Er erscheint als Printmedium und online 7-mal im Jahr. Der Große Marktplatz wird in einer Auflage von 8.600 Stück gedruckt und kommt mit den Tipps in die Haushalte im Allental. In regelmäßigen Sitzungen werden Details besprochen und bereits Umgesetztes wird evaluiert. Zum Beispiel haben wir in der Vergangenheit das Format vom Marktplatzheft verbessert. Aktuell wird die Webseite modernisiert. Teilnehmer, 40 aktive, besonders aktive Teilnehmer, davon sind Einzelunternehmer, Dienstleister, Gasthäuser, Gewerbe- und Handwerksbetriebe und auch Industriebetriebe mit dabei. Besonders Wert legen wir da auf Ökologie, kurze Wege zu den Betrieben, Gratisparkplätze, professionelle Beratung und Serviceleistungen für unsere Kunden. Ganz interessant sind für uns die Projekte, was wir ganzes Jahr machen. Also sehr, sehr wichtig ist uns der Flohmarkt. Da haben wir schon über 100 Aussteller mit dabei. Machen tut es immer ein Team vom Marktplatz. Es sind nie die gleichen Leute. Wir haben aber Gott sei Dank viele Leute, die sich überall engagieren. Der ist entstanden, damit sie was tut in Almtal und ist super aufgegangen und die Leute sind begeistert und wir haben schon die ersten Anmeldungen, meistens ein Jahr, bevor es überhaupt die Veranstaltung passiert. Die Kinder sind uns natürlich sehr wichtig, dadurch gibt es einen Nikolaus. Nikolaus organisieren wir in Scharnstein und Grünau. Kinder sind natürlich begeistert. Es gibt kleine Geschenke, es gibt natürlich auch was für die Erwachsenen und für die und Kinder, Kinderpunsch mit Würstel. Mit der Weiterentwicklung sind wir nicht stehen geblieben. Erst voriges Jahr haben wir dann ein großes Projekt gemacht mit der Hack Gmunden. Die Hack Gmunden hat wieder analysiert, nachdem es das öfter schon wieder lange gegeben hat. Was kann man jetzt noch verändern? Was war wichtig in Zukunft? Wo stehen wir jetzt? Und das war ein sehr engagiertes, junges Team, was bei uns gewesen sind. Und haben uns jetzt die Sachen gezeigt, was wir machen sollten, unbedingt im Social-Media-Bereich, Instagram, Facebook. Der Marktplatz steht für Nachhaltigkeit, für Qualität und für Arbeitsplätze und für die Region Almtal. Es liegt uns am Herzen, die Kaufkraft in Almtal zu lassen, weil nur dann sichern wir die Arbeitsplätze, können versichern, dass die Lehrlinge gut ausgebildet sind und genügend Lehrplätze vorhanden sind. Auf der letzten Seite, wenn man dann blaut, sieht man die Sonnenpunkte-Geschenke. Also das Sonnenpunkte-Geschenke ist das Herzstück von der Entwicklung von dem Heft. Pro 5 Euro kriegt man einen Sonnenpunkt. Ganz gut ist auch, die Sonnenpunkte sind noch nie verfallen, die bleiben bestehen. Das Einzige, was sich ändert, sind die Wunschgeschenke. Der Kunde kriegt dann noch, je nachdem wie viele Punkte das er hat, sein Wunschgeschenk kostenlos überreicht und braucht nichts mehr. Sondern muss immer nur fleißig sammeln und picken. Die 8.400 Marktplatzhefte werden mit der Post an die Haushalte ausgeliefert. Im Vergleich zu den Anfangszeiten haben wir mittlerweile eine Verdoppelung der Auflage. Sehr stolz sind wir auch auf unseren Almro. Ein Geschenkgutschein
der in den Almtalgemeinden Scharnstein, Grünau und St. Konrad in mehr als 80 Geschäften eingelöst werden kann. Wie gesagt, beim großen Marktplatz geht es uns um Information über die Produkte und die Dienstleistungsvielfalt im Almtal, aber auch auf die Vorteile hinzuweisen, die für Kundschaften entstehen. Der Veranstaltungskalender, die Gutscheinseite und auch unsere Sonnenpunkte sowie der Almro sind ein fester Bestandteil vom großen Marktplatz. Ein Anliegen ist uns, die Kaufkraft in der Region zu halten und somit eine Sicherung der Arbeitsplätze zu gewährleisten. Für eine gute, nachhaltige Gemeindeentwicklung braucht es nicht nur gutes soziales Miteinander in der Gemeinde und eine intakte Umwelt und viel Umweltqualität, sondern vor allem auch eine gute Nahversorgung. Und dafür setzt der Verein Großer Marktplatz in Scharnstein und im ganzen Almtal wertvolle Initiativen, wie zum Beispiel das Almo-Projekt. We'll be right back.